Wenn ich jetzt zum Beispiel als Jugendlicher an meine beste Freundin, an meinen besten Freund ein Nacktfoto von mir schicke und das wird dann weitergeleitet und landet zum Beispiel im Klassenchat, dann ist es für mich eine ganz schwere Situation. Ja, wo gehe ich eigentlich hin? Ne? Es ist eine ganz unangenehme Situation. Ich schäme mich vielleicht dafür, dass ich das gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar keine Schuld trage. Und trotzdem, ja, an wen wende ich mich? An die Lehrerin, Lehrer will ich mich nicht wenden, weil mir das einfach unangenehm ist. Die sehe ich jeden Tag, die bewertet mich. Das ist einfach ein komisches Gefühl. Deswegen wünschen sie sich eigentlich ein ganz niedrigschwelliges Angebot im Bereich der digitalen Medien, wo sie beispielsweise in Form von Chats an kompetente Fachkräfte schreiben können mit ihren Ängsten, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Bedürfnissen.